Für den SV Eintracht Trier ist dieses Testspiel ein unerwartetes Highlight. Ursprünglich hätten sie gegen den TSV Pfedersheim gespielt. Diese baten allerdings um eine Absage, da auch das Testspiel der Lilien gegen den FSV Frankfurt entfällt, treffen sich nun beide Mannschaften vor dem Böllernfalltor. Es ist das zweite Testspiel unter dem neuen Trainer Markus Anfang für den SV Darmstadt. Die erste Partie gewannen die Darmstädter mit 5:1 gegen den Hessenligisten Viktoria Griesheim. Auch Serdar Dursun war in der zweiten Hälfte mit von der Partie. Seine Zukunft ist weiterhin ungewiss. Trotz des Heimrechts starten die Linien in den orangen Ausweichtrikots und machen von Anfang an klar, wer hier der Zweitligist ist. Es gibt eine Ecke vorne der rechten Angriffsseite, die kommt auf den Kopf von Honstak. Wischorle kann den Ball nicht klären und so gehen die Darmstädter bereits nach 5 Minuten in Führung. Gegen Griesheim hat er ebenfalls getroffen. Letzte Saison war Honstak an 4 Linientoren in der zweiten Liga beteiligt. Der Oberligist aus dem Gebiet Rheinland-Pfalz-Saar beendete die Saison auf dem 4. Platz. Gegen den 5. der zweiten Liga wird der Klassenunterschied allerdings mehr als deutlich. Peik bekommt den Ball und spielt den steilen Pass auf Braden Manu. Der hat 2 Optionen vor sich, entscheidet sich für Dursun, legt quer und der macht das 2:0. Ein Pass und die Trierer Verteidigung ist aus den Angeln gehoben. Für Dursun kein Problem. 16 Tore in der vergangenen Zweitligasaison sprechen eine ganz klare Sprache. Aber man muss den Trierern zugute halten, dass dieser Gegner aus der Reihe der anderen Testspielclubs rausfällt. Viele Clubs aus Luxemburg haben sie besucht. Dieses Testspiel ist nicht weniger als ein Highlight für das Team von Josef Cina. Nichtsdestotrotz lässt Darmstadt keine Gnade walten und spielt weiterhin nach vorne. Hornstark bekommt den Ball, spielt auf Dursun, 3:0. Der Ball rollt an 3 Verteidigern vorbei, bevor Dursun ihn zu seinem 2. Tor verwandeln kann. Es bleibt spannend um ihn. Viele Vereine sind an ihm interessiert. Union Berlin ist im Gespräch, auch einige türkische Vereine. Ein Angebot aus China hat er nach eigenen Angaben bereits abgelehnt. Die nächste Chance wird ebenfalls in Orange vorgetragen. Der Ball kommt von der linken Seite über einen Superpass Richtung Honschak, der mit der Pike, doch wie Scholek, ist zur Stelle. Der gebürtige Wiesbadener kam 2018 von Schalkes zweiter Mannschaft nach Trier. Mit nur 20 kassierten Toren zählt er zu einem der sichersten Rückhalte. Doch Darmstadt hört nicht auf. Leon Müller dribbelt sich in den Strafraum. Das macht er super, wird dann gelegt. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Leon Müller, einer der jungen Spieler, die aufgrund der neuen Kaderausrichtung von Carsten Wehmann auf Einsatzzeit hoffen können. Sein Dribbling ist super, der Elfmeter aufgrund des Kontaktes am Fuß berechtigt. Tobias Kempe steht bereit, um diesen Elfmeter zu schießen gegen Wischolek. Und das macht er auch. Der gewinnt das Duell für sich. 4:0 nach gerade einmal einer Viertelstunde. Er war der Hauptelfmeterschütze der vergangenen Saison. 7 von 9 Strafstößen hat er verwandelt. Hier überzeugt er ebenso. Nach dieser fulminanten Anfangsphase ebbt der Liliensturm etwas ab. So kommt auch Eintracht Trier zu einer ihrer wenigen Offensivaktionen. Christoph Anton dribbelt am 16er lang und versucht es selber. Aber die Präzision fällt beim 29-jährigen Mittelfeldmann, der vergangene Saison 2 Tore erzielt hat. Wieder geht der Blick ins Böllernfalltor-Stadion und auf das Tor von Dennis Wischolek. Freistoß für die Lilien. Tobias Kempe, der Mann für die runden Bälle, steht bereit. Den könnte er reinbringen oder auch direkt versuchen. Er entscheidet sich für Variante Nummer 2. Dennis Wischolek ist aber zur Stelle und faustet den Ball ins Aus. Danach ist Halbzeit. Die Lilien führen mit 4:0. Wie schon in Griesheim wechselt Markus Anfang einmal komplett durch. Dadurch wird der Angriff etwas reaktiviert. Der Ball gelangt zu Erich Berko, der scheitert an Maurer. Im 2. Versuch kommt der Ball zu Enzer Arslan, der bleibt ebenfalls hängen. Versuch 3 von Stanilewicz, der wird abgeblockt und Schuss 2 wird ebenfalls von Rot abgeblockt. Der U-Nationalspieler Polens, der von Bayern 04 kommt und Arslan, der der Lilienjugend entspringt, scheitert mehrfach an diesem aufopferungsvollen Verteidigungsakt. Doch die Lilien geben sich mit 4 Toren eindeutig nicht zufrieden. Erich Berko bekommt den Ball auf der weit rechten Seite, dribbelt sich am 16er lang, scheitert wieder an Maurer, doch im Nachschuss ist Melem zur Stelle und der macht diesen rein. 5:0 steht auf der Anzeige. Marvin Melem, der in der vergangenen Saison nur gegen St. Pauli und den FC Oberneuland aus Bremen im DFB-Pokal erfolgreich war, nutzt den freien Rückraum aus und erzielt sein 2. Testspieltor in der laufenden Vorbereitung. Vom Torregen der ersten Hälfte bleiben die Trierer im 2. Durchgang verschont. Trotzdem ist Darmstadt weiterhin gefährlich. Freistoß von Torschütze Melem, der kommt auf Nikolai Rapp und der köpft das halbe Dutzend voll.
Union Berlin lässt ihn für eine zweite Spielzeit bei den Ligien spielen. Damit geht ein Wunsch für Rapp in Erfüllung nach dieser Saison. Soll aber nach Aussagen der Berliner dann endgültig Schluss sein. Die Ligien freuen sich über einen starken Spieler in ihrem Kader. Danach ist Schluss am Böllernfalltor. Darmstadt gewinnt mit 6:0 gegen Eintracht Trier. Ein Ergebnis, was Josef Cina nicht um den Schlaf bringen wird. Dafür haben die Trierer eine zu solide Vorbereitung gespielt. Doch wie sieht Markus Anfang dieses Torfestival? Ihn hört ihr jetzt am Mikrofon von Nikolai Seidel. Ja, Aufgabenstellung ist eigentlich das, was wir im Training erarbeiten, dass sie das dann im Spiel auch umsetzen und ja, Torchancen kreieren. Aber am Ende geht es auch um Verteidigen. Also nicht nur nach vorne spielen, also Kontrolle haben. Wenn du einen Ball hast, hast du die Kontrolle, aber musst dich auch schon so positionieren, dass du nach Ballverlust halt recht schnell wieder im Ballgewinn kommst. Und das ist egal, wie der Gegner heißt. Also dieses Umschaltverhalten nach Ballverlust, das hast du gegen jeden Gegner. Und da brauchen wir eine Reaktion, das haben die Jungs ganz gut gemacht. Und ja, dann nochmal Möglichkeiten nach vorne, dass wir uns Chancen kreieren, dass wir nach vorne spielen können, dass wir die Ruhe haben. Das braucht halt auch seine Zeit. Und bis zum DFB-Pokal gegen Magdeburg bleibt den Ligien auch noch viel Zeit, um Tuning zu betreiben. Am Wochenende des 11. September geht die neue Saison los. Es bleibt abzuwarten, wie die Darmstädter personell als auch spielerisch sich weiterentwickeln werden.